Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem kurzen, hoffe ich, kurzen und knappen Fazitvideo. Ich habe ja den Luftqualitätssensor geschenkt bekommen und habe den jetzt, boah, eine Woche, ein bisschen über eine Woche, habe ich den jetzt in der Küche stehen. Unboxing, Hardware-Video, sowas mäßig habe ich auch gemacht. Kommt eigentlich vor diesem Video. Ich habe extra noch gewartet mit dem Veröffentlichen, weil ich es erstmal noch ein bisschen testen wollte. Ja, um gleich das Fazitvideo dann mit zu veröffentlichen. Ich hatte es mir immer nicht geholt wegen dem Preis. 79,99 € ist schon echt happig. Das war jetzt, wo ich es geschenkt bekommen hatte, kurzzeitig im Angebot für 59. Aber ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Das Ding funktioniert wirklich, wirklich gut. Ich zeige euch auch gleich noch Bilder von dem, wie ich sie getestet habe. Hier seht ihr das. Hier sieht es denn, so sieht es denn auf dem Echo Show aus. Du kannst auf dem Echo Show dann auch sagen, den habe ich ja auch in der Küche stehen, wie die Luftqualität ist. A-Punkt, wie ist die Luftqualität. Und dann kommt dann dieses Bild und dann zeigt er da halt alles an. Ja, ich habe mir jetzt halt nicht dastehen. Ich habe also so, ich habe den halt oben auf dem Schrank. Ja, also, da steht er auch tief, aber ich habe für tiefer habe ich keinen Platz, dass ich den tiefer stellen könnte. Ich könnte höchstens noch auf die Mikrowelle stellen. Da bin ich am Überlegen, ob ich das dann vielleicht auch nochmal mache. Aber es funktioniert soweit schon ganz gut. So, obwohl er oben steht. So. Ich habe hier mal ein paar Fotos von der App gemacht. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich euch die Alexa-App zeigen kann. Also hier auf dem PC. Aber in der PC-Variante wird es nicht angezeigt, der Luftsensor. Ich mache das mal so. Dann kann ich hier die Kamera hinmachen. Das ist leider schade. Deswegen müssen wir das jetzt so durchgehen. Das ist jetzt, wenn ihr die App oder praktisch in der Alexa-App auf den Luftsensor geht, dann begrüßt euch erstmal dieses Bild. Und wenn wir dann halt hier raufgehen, dann haben wir dann praktisch, hier steht dann die Uhrzeit, ihr habt dann den Balken und könnt auch nach Tagen und Wochen machen. Hier seht ihr dann die Luftqualität, auch mit allem aufgelistet, Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Ja, die Tage haben wir extrem gekocht, deswegen war da halt ein bisschen viel Luftfeuchtigkeit für eine Weile. So. Durchschnittstemperatur 28 Grad, weil es jetzt ein bisschen kühler geworden ist. Hier haben wir denn noch von heute. Und hier auch. Und das ist dann sind dann die Einstellungen. Was sehr gut ist, wir können Ankündigungen machen. Wir brauchen halt keine Routine erstellen oder irgendwas dergleichen im Luft. Qualitätsmonitor. Bei Einstellungen haben wir Ankündigungen. Das können wir anmachen, ist bei mir an. Und dann könnt ihr die Geräte auswählen. Da kommen wir auch gleich zu einem Bild, da zeige ich euch das. Leider kein Fire TV mit bei. Dann, ich habe es mit zwei Echo-Geräten gerade verbunden. Benachrichtigung an, weil dann kriegt man auch Benachrichtigung auf der App angezeigt und hast nicht gesehen. Verbunden über Amazon. Ja. Typ. Und wenn wir dann jetzt weitergehen. Na, da fehlt doch noch ein Bild. Ah, nee, nee, da ist gar nicht. Ich hatte eigentlich noch ein Bild gespeichert, wo die ganzen Geräte drinne waren. Aber ist. Habe ich vergessen zu übertragen, so wie es aussieht. Jedenfalls wird Echo unterstützt, Echo Show wird unterstützt, Fire TV wird nicht unterstützt. Also Echo den Kleinen, den Ball mit Uhr, den Großen, Echo Show. Der Fünfer weiß ich jetzt nicht, ob der drinne war, aber der Achter wurde auf jeden Fall mit angezeigt. Den
den alten und den neuen, habe ja zwei. Und das funktioniert wirklich gut. Auch wenn jetzt die Luft kurzzeitig, zum Beispiel beim Kochen, sich verändert. Ja, also, was weiß ich, wenn es verbrennt oder was weiß ich, dann kommt dann auch gleich, dass die Luftqualität sich verändert hat. Oh, bei Luftfeuchtigkeit nicht, nur bei Luftqualität, wenn die Luftqualität sich ändert. Da hat er dann immer angeschlagen. Frauchen hat ja in der Küche beim Kochen auch mal ihn gerucht am Fenster, da hat er dann auch gleich angeschlagen. Und das Gute ist, oder je nachdem wie man es sieht, der ist so eingestellt, dass der halt bis 22 Uhr geht da. Nach 22 Uhr geht er nicht. Ich habe noch nicht versucht, das einzustellen, ob das dann irgendwie auch danach geht mit dem Ansagen oder ob das nicht geht, weil mir reicht das bis 22 Uhr vollkommen aus, weil da ist dann keiner mehr in der Küche, außer um mal eine Flasche Wasser zu holen oder was in die Küche zu bringen oder so. Sonst ist passiert da nichts. Das ist halt nur Vormittag und Mittag, wo gekocht wird. Und abends, ja, auch mal. Aber das ist dann alles vor 20 Uhr. Ja. Und ich muss sagen, es lohnt sich. Ich bin zufrieden damit. Ich bin mega zufrieden damit. Ich hätte nicht gedacht, dass der so gut funktioniert. Ich habe auch im ersten Augenblick gedacht, weil da ist so ein kleiner Lüfter drin. Ja, dass er das halt auch die Luft drin schaufelt sozusagen. Zum Sensor, denke ich mal, oder halt überhaupt anzieht, denke ich mal, also ich weiß es nicht genau, und dass der so gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht, und vor allen Dingen, ich habe gedacht, wo ich ihn hier getestet habe, dass ich den Lüfter irgendwie höre, wenn er in der Küche steht, dass man den dann irgendwie hört, aber gar nicht, man hört nichts, gar nichts, der ist leise, also der ist zwar an, der Lüfter logischerweise, aber man hört ihn nicht. Also der Drehrad, ihr wisst, was ich meine. Man hört ihn wirklich nicht. Er ist wirklich schön still. Und ja, wie gesagt, ich bin begeistert. Und hätte auch nicht gedacht, dass er so schnell, wenn sich die Luftqualität ändert, auch wo es hier bei uns mal wieder gebrannt hat, und dann die Warnung kam, dass wir dann halt Fenster zumachen sollen, da hat er schon angesprungen, dass sich die Luftqualität geändert hat. Und da hatten wir dann schon das Fenster zu. Und dann haben wir dann halt über Apps und so halt die Mitteilung gekriegt, dass wir die Fenster zumachen sollen, weil da hat es nicht weit von hier im Wald wieder auf dem Schießplatz gebrannt. Und das ist dann alles hierher gezogen. Und das hat der rechtzeitig festgestellt, dass wir alles schließen konnten. Das war halt fantastisch. Das hat super geklappt. Also da bin ich sehr begeistert. Und freue mich schon drauf, freue mich, dass ich ihn habe, dass ich halt beim nächsten Mal, weil hier brennt halt nun mal öfter der Schießplatz, alter Truppenübungsplatz, und meistens kriegst du das gar nicht so am Anfang so mit. Wenn du hier in der Küche, im Wohnzimmer bist und das von der Küche aus rinzieht, dann ist es meistens schon zu spät. Wenn du es mitkriegst, dann hast du den Geruch schon in der Küche oder im halben Flur und hast ihn nicht gesehen. Der meldet das rechtzeitig, kannst du gleich Fenster zumachen und dann hast du Ruhe. Voll geil. Ich habe keine negativen Eigenschaften jetzt festgestellt, dass er mal nicht connected war oder dass er halt falsch angezeigt hat oder falsch Alarm geschlagen hat oder sonst irgendwas dergleichen. Der funktioniert super, zuverlässig und ich bin begeistert. Doppeldaumen hoch auf jeden Fall dafür. Ja, dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden mit dem hoffentlich kurzen Fazit. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Das sagt euer Odin.